Hey, du bist doch Basti, oder? Hast du nicht deine Ausbildung bei der Post angefangen? Eigentlich bei einer Tochterfirma der Post. Da war es aber nicht so cool. Die wollten mich nicht übernehmen, die Bezahlung war schlecht und es gibt kaum Betriebsräte oder Jugendauszubildendenvertretungen. Jetzt also Tischler am Theater. Genau so ist es. Als ich noch bei der Post gearbeitet habe, war ich auch kurz im Jugendfachkreis. Das hat viel Spaß gemacht. Nun bin ich ja in einem anderen Fachbereich. Das ist kein Problem. Bei uns im Fachbereich 8 sind sehr viele Berufe organisiert. Journalisten, Kino- und Theaterbeschäftigte sowie Menschen, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Auch Schriftstellerinnen und Kameraleute? Genau. Und sogar noch die Branchen Industrie, Verlage, Druck und Papier, also zum Beispiel Packmitteltechnologen, alle, die in Druckereien arbeiten, Zeitungszusteller. Und du wirst es nicht glauben, sogar Augenoptikerinnen. Hui, das ist ja ein verrückter Fachbereich. Ganz schön viele verschiedene Berufe. Und was ist jetzt mit dem Jugendfachkreis? Was macht ihr so? Wir hier in Hessen haben zu Beginn des Ausbildungsjahres einen Ausflug in den Kletterwald gemacht. Danach haben wir noch gemeinsam gegrillt und uns über unsere Erfahrungen aus den verschiedenen Betrieben ausgetauscht. Oh cool. Und wie läuft es gerade? Ganz gut. Wir sind so um die 10 Leute, die sich regelmäßig treffen. Uns beschäftigt die geringe Zahl an Auszubildenden und die Ausbildungsqualität, die teilweise nicht so toll ist. Das versuchen wir gerade gemeinsam anzugehen. Und wie organisiert ihr euch so? Bei Verdi haben wir Jugendfachkreise auf Landes- und Bundesebene. Da findet gleich eine Telefonkonferenz statt. Magst du dich gerade dazusetzen? Maxi ist auch dabei, die kennst du ja schon. Echt? Geht das so einfach? Ja, klar. Willkommen zu unserer Bundes-JFK-Telco. Als Gast haben wir Basti dabei. Er mag sich mal anhören, was wir so besprechen. Na, Basti, wie fandest du deine erste Telco? Interessant, aber ziemlich viele Infos auf einmal. Eins musst du mir noch mal erklären. Was genau möchte der Bundes-JFK jetzt in den Landesbezirken bewirken? Wir wollen mehr Leute aktiv in der Fachbereichsjugend haben. Und dazu vernetzen wir Jugendliche in den Landesfachbereichen, organisieren Treffen zwischen Landes-JFKs und drehen zum Beispiel informative Videos. Das klingt ja spannend. Kann ich euch dabei helfen? Natürlich. Alle, die sich in JFKs engagieren wollen, sind herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über neue Leute und wenn du zum Beispiel mal ein Problem in der Ausbildung hast, kannst du hier auf geballtes Wissen zurückgreifen. Ja, super. Da bin ich dabei. Coole Sache. Dann sehen wir uns ja bald auf der nächsten Sitzung in der Jugendbildungszentrale im schönen Naumburg.